Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ist doch nur What. Und heute sind wir dreifach unterwegs. Zum einen mit dem Java in seinem Type 64, zum anderen im Skoda T25 mit Finta und Pause. Ja, wir sind auf... Oh Gott, ich vergesse jedes Mal den Namen. Auf White Park. Genau, White Park? Ich weiß es nicht. Ist das Deutsch so richtig übersetzt? Ich habe keine Ahnung. Und es wird ein Fest. Es wird ein Fest. So viel kann ich schon mal verraten. Und ich hoffe auch, dass ich das alles so zurecht geschnipselt kriege, dass man am Ende auch noch durchsieht. Weil es nicht nur ein Replay ist, sondern der Java war so freundlich, mir alle drei zu senden. Somit werden wir garantiert nichts verpassen von der ganzen Action, die er mir hier versprochen hat. So, nette Spotting-Runde schon mal gedreht. Tief, tief im Feindesland, super aggressiv. Stiftet hier erstmal Verwirrung. Trackshot ganz wichtig, rausgerammt, super. Nicht, dass hier die 72 HP am Ende noch fehlen. Ja, Type 64 bringt sowas, gerade gegen unerfahrene Spieler kann man das mal machen. Zack, zweiter Kill, super schnell. Meine Fresse, das läuft ja hier wie ein Länderspiel. Super, super, super. Dritter Kill. Seine Teamkameraden halten sich noch ein bisschen zurück. Er kriegt hier schon ordentlich eingeschenkt. Oho, mal eben aus... Quatsch. Was? Oho? Nein. Ach so, das ist der M10. Meine Fresse, jetzt bin ich auch schon verwirrt. Da macht er aber schnell den vierten Kill. Ja, aber was hast du vor? Was ist los mit dir? Also M10, während der Fahrt noch eine mitgegeben. Jetzt hier noch den schnell den Marder rausgenommen. Der MC muss dran glauben. Die Arti tut ihm nichts. Das hat er gut gelöst. So. Pause mittlerweile auch schon den ersten Kill. Also ich glaube... Pause den zweiten Kill. Wir sind jetzt bei 6. Ich glaube... Das war die richtige Taktik auf jeden Fall. Hier so aggressiv reinzugehen. Das hat so viel Verwirrung gestiftet, dass die gar nicht dazu gekommen sind, hier irgendwie eine Kampflinie aufzubauen. Zack, da war der fünfte. Auf der Karte kann man das auch machen. Gerade auf Stufe 6 ist das natürlich ein Geschenk. Ganz einfach, weil die meisten Spieler hier noch nicht so erfahren sind. In einer Top-Tier-Situation sowieso, gerade mit den Tanks. Also, ein bisschen zu niedrig angehalten. UI einfach auf den Turm. Ja, Turm ist sehr, sehr weich. Das klappt eigentlich immer. So, Finta 3 Kills, Pause 3 Kills, Java 5 Kills. Also, wir sind hier schon richtig gut dabei. Wir sind jetzt bei 11. Wir haben jetzt bloß noch ein Nashorn und ein Skoda. T25 übrigens ein super geiles Auto. Ja, also Skoda T25 unbedingt ausprobieren. Macht richtig, richtig Laune. Und auf seiner Tierstufe eine echte Gefahr. So, oh, wir sind ja schon 9, jetzt sind wir bei 11. Was habe ich denn vorher gerechnet? Ne, wir sind jetzt 12, bin ich denn doof? Das ist ja völlig durcheinander. Schade, verdammt. Da hat Java den 6. Kill dann nicht mehr gekriegt, aber da war es dann 13 Kills insgesamt. Und ihr seht jetzt, worauf es hinausläuft. Es wird gleich weitergehen mit den anderen beiden Replays. Freut euch drauf, bis gleich. So, jetzt mit Pause unterwegs im T25. Karte wieder ein bisschen groß machen. Wir haben gesehen, was Java gerade gebracht hat mit seinem Type 64. Das ging jetzt so schnell, dass ich das gar nicht so zurechtschnipseln werde. Also nicht zwischen den Panzern switchen, vielleicht jetzt mit den beiden 25ern. Schön, schön, schön. Schöne Schießscharte hier. Ja, ihr seht's. Der T25 ist der T50 auf Stufe 6, kann man wirklich so sagen. Ja, zwar ein Riesenturm und damit extrem anfällig, aber ihr seht die Schussfolge extrem kurz. Ihr könnt in sehr kurzer Zeit sehr viel Schaden anrichten. Macht richtig Spaß, das Auto. So, da sehen wir Java rumrandalieren. Pause hält sich hier noch ein bisschen zurück.
Name ist Programm. Ist auch schon ein bisschen älter. Nein, ist Spaß. So. Ah, Hartz IV Panzer hat die falsche Wumme drauf. Mit dem kann man hier auf Hyde Park auch richtig, richtig Spaß haben. Allerdings nicht mit der 7-5er, sondern nur die 10-5er. Der echte Hartz IV Panzer eben. Damit sich das auch lohnt. Oh, schönes Schussfeld hier. Zwei Panzer zur Auswahl. Oben kommt noch. Genau. Der will's. Er kriegt's. Da war der erste Kill. Ja, sehr überlegt. Ganz andere Taktik als Java. Ne? Sucht hier die Schussfelder. Steht relativ safe. Wartet. Beobachtet. Und setzt gezielt seine Schüsse. Bei weitem nicht so aggressiv. Interessant zu sehen, dass die unterschiedlichen Spielweisen dann so derartig zum Erfolg führen. Ich meine, das Ergebnis kennen wir ja jetzt ja schon. Super. Ja. Achso, du dachtest, kannst du durchschießen. Ja, das geht leider nicht. So, genau. Ab in den Reload. Wir haben genug Zeit. Er nimmt sich ja auch die Zeit. Schön zu sehen. So, und dann schauen wir dem Finter natürlich auch noch über die Schulter. Auch er fährt den T-25. Der Tschechen-Medium, der so ziemlich alles rasieren kann. Eine ganz andere Strategie in dem Fall. Nimmt also die Dreierlinien augenscheinlich. Oh, schön, 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 schön. Das ist immer dankbar. Kassiert er leider schon reichlich. Ja, die Stelle ist gefährlich da oben, weil man eben so hoch steht, dass man von so ziemlich überall einschießbar ist. Da steht Pause da wesentlich sicherer. Ja gut, und Java mit seinem aggressiven Stil. Aber wie gesagt, die Mischung macht's in dem Fall. Ja, Vorsicht, nicht noch mehr fangen. Haben sich jetzt auf die Hälfte runtergeschossen. Das Gefecht hat noch nicht mal richtig angefangen. Ja, so kann man Gun Depression noch ein bisschen rausholen, indem man schräg anfährt. Super, schön, dass du das hier mal demonstrierst. Alle drei Schüsse versenkt. So schnell kriegt man Schaden auf die Uhr. Na, schade. Stuck 3B, willst aber wissen, kommt rüber. Wird komplett zerlegt. Das ist immer schlechte Trades. Jetzt musst du wirklich aufpassen. HP zusammenhalten. Kriegst du den? Nee, Gun Depression reicht nicht aus. So, jetzt überlegen, wie geht's weiter? Und? Nein! Jetzt hat er. Nachladen, super. Vorsicht, verliere die anderen nicht aus dem Blickfeld. Super. Na, schlecht geaimt. Ah, den nimmt er noch mit. Sehr schön. Wieder nachladen. Sehr gut. Ah, wir haben es hier mit erfahrenen Spielern zu tun. Ich sehe das. So, wie geht's weiter mit Pause? OI. Wie gesagt, Turm. Anfällig. Nicht unbedingt auf die Wanne. Lieber auf den Turm. Ja, die Weak Spots sind schlecht zu treffen aus der Entfernung. Dafür ist er dann. Ist der T25 dann doch nicht gut? Turm, immer Turm. Na, oder so. Kommandant reparieren, nachladen. Weiter geht's. So, und da sind wir schon wieder durch. Ja, wir haben drei Kills auf der Uhr. Schaden kommt auf der Tierstufe natürlich nicht so viel zustande. Das ist auch normal. Das ist übrigens echt schade, dass Java da drauf gegangen ist. Oder gleich drauf gehen wird in dem Fall. Sonst hätte es Waffenbrüder dann obendrein auch noch gegeben. Als ob der entscheidende Beitrag noch nicht genug ist. Waffenbrüder hätte es dann auch noch gegeben. So, last kill. Bam. Sehr schön. Das ist immer die größte Gefahr beim Autoloader, zu versuchen, den letzten Schuss auf Krampf rauszudrücken. Sauber, den nimmt er noch mit. Das war auch sein dritter Kill.
Nashorn und T25 sind noch da. Es ist unfassbar, wie schnell diese Runde hier vorbei war. Ne? Und ich sag's immer wieder, es hat sehr viel damit zu tun. Sehr schön, gezielter Treffer. Es hat sehr viel damit zu tun, dass der Type 64 eben so aggressiv vorgegangen ist. Das hat so viel Unruhe ins Gegnerteam gebracht. Die wussten gar nicht, wo sie zuerst hinschießen sollten. Manchmal ist das tatsächlich die beste Taktik. In dem Fall extrem hilfreich. Und unabhängig voneinander, super Abschluss, unabhängig voneinander, noch so schön finalisiert, ja. Jeder auf seine Weise. Sie haben nicht mal ein Kreuzfeuer aufgebaut. Also im Prinzip haben sie es aufgebaut, aber nicht ausgenutzt. Mussten sie in dem Fall auch tatsächlich kaum machen, war nicht notwendig, weil so viele Ziele eigentlich offen waren, die sie beschießen konnten. Das ist auf der Karte auch ja extrem einfach, sage ich mal. Der Hauptteil des Kampfes spielt sich ja tatsächlich hier in dem Gebiet ab. Hier oben passiert ja eigentlich nichts weiter, sei denn das Team ist hier so dominant, dass die hier reindrücken und dann hier über die Flügel rübergehen, dann sind die hier natürlich verloren, absolut. Ja. Ansonsten, der Großteil spielt sich genau hier hinter der Ridgeline ab. Habt ihr ja gesehen, hier schnell reinhacken, hier mit Krampf rüber, das kostet richtig viel Kraft und HP, ist keine Frage. Aber auch da, habt ihr ja gesehen, konnte Finter ja dann am Ende auch gut da mitwirken und mit rübergehen. Sehr, sehr schöne Runde. Schauen wir uns noch die Auswertung an. So, Type 64 zuerst. Java hat es ja schließlich eingeschickt, deswegen soll er auch zuerst dran sein. Für eine zweite Klasse hat es gereicht. Wir haben den Duolanten, wir haben den Kämpfer für 5 Abschüsse. Hat es leider nicht mehr ganz für den Krieger gereicht, aber sei ihm trotzdem gegönnt. Leistung ist super. Wirkungsfeuer natürlich, eine Anleihe gab es noch. Reichlich HP, das ist ja jetzt über die Feiertage, beziehungsweise jetzt im Dezember wurde mir das ja zugeschickt schon. Da gab es ja reichlich Boni. Großkaliber noch und natürlich die Medaille, auf die es ankommt. Der entscheidende Beitrag für mindestens 12 Abschüsse im Zug. So, Teamscore stehen alle 3 oben, ist klar. Das gucken wir uns dann gleich nochmal ein bisschen genauer an. Mit den anderen. Ansonsten 21 Schüsse abgegeben, 16 Mal getroffen, 13 penetriert, 2 Mal Splash. Hast du HE geladen? Ist mir gar nicht aufgefallen. Was haben wir noch? Alles über eine Distanz von über 300 Metern, 1403 Schaden insgesamt, 5 Treffer kassiert, die natürlich auch alle durchgehen. Type hat im Prinzip keine Panzerung. Aber es war eine sehr schlaue Idee, den Type hier eben nicht als Light zu fahren, nicht als Scout zu fahren, sondern als Medium. Das hat er nämlich drauf und seine Aggressivität hat sich ja entsprechend gelohnt. So, 2 Ziele gespottet, wie gesagt, nicht als Scout gefahren, ne? 7 beschädigt, 5 zerstört, Assistance gab es an, Entschuldigung, auch noch 302 Schaden. So weit, so gut. 1,6 Kilometer gefahren, insgesamt 92.600 Credits brutto, 82 netto. Ihr seht, die Kosten halten sich hier in Grenzen, also man kann mit dem auch ein bisschen Kohle farmen, das klappt ganz gut. Der nächste im Bunde ist Finta, auch bei ihm hat es für eine zweite Klasse gereicht, Hand of God, achso, wenn man hier entsprechend Schaden kriegt von unterschiedlichen Gegnern und das auch überlebt. Schläger, weil er so viele kritische Treffer gelandet hat. Wie viel muss man dafür schaffen? Ah ja, 5. Naja, hat er ja genau hingekriegt. Duoland kriegt auch er, Kämpfer für 4 Abschüsse und Wirkungsfeuer, weil mehr Schaden als Strukturpunkte. Und auch er kriegt die Crucial Contribution Medaille, sprich den entscheidenden Beitrag. Was hat er gemacht? 19 Mal geschossen, 13 Treffer, 13 Durchschläge. Also ihr seht's, ne? T25 hat auch ausreichend Durchschlag. 1273 Schaden, davon 227 unter 300 Metern. Ach nee, andersrum. Stimmt ja. Gut, alles nochmal zurück. Also auch bei Java alles Nahkampfschaden. Hier in dem Fall über, steht ja more than 300 Meters. Also über 300 Meter 227. Verzeiht mir diesen Fehler.
Treffer kassiert hat er 7, davon gingen 6 durch. Einer ist tatsächlich mal abgeprallt. Auch das ist, ja, das ist der Normalzustand. Gewöhnt euch dann Stufe 6. Ja, haben die meisten Kanonen so viel Durchschlag, dass es für die Panzerung nicht ausreicht. Oder genau andersrum, also dass die Panzerung nicht ausreicht für den Durchschlag, der da normalerweise herrscht. Von daher ganz normal. Er hat 8 beschädigt, 4 zerstört. Und nochmal ein bisschen Assist Damage 450 dazu. Bisschen über 1 Kilometer gefahren. Und auch hier halten sich die Kosten in Grenzen, wie ihr seht. 85,5 brutto, 78,8 netto. Also auch das ist eine gute Ausbeute. Wenn man hier dann auch noch ohne Consumables fährt, also ohne Zusatzrationen und so weiter, dann kann man auch damit gut Geld farmen. Und das für einen Tech-Tree-Panzer, also ist kein Premium. Da geht das schon ganz gut. So, der letzte im Bunde. Pause, da ist er. Auch er hat eine zweite Klasse gekriegt. Er hat den Schläger, den Duellanten, den Kämpfer, Wirkungsfeuer und natürlich auch die Medaille der Medaillen. Das hatten wir schon. So, er hat 20 Mal geschossen, 16 Mal getroffen, 14 Mal durchschlagen, 1307 Schaden insgesamt, davon 734 über 300 Metern. Jetzt habe ich es auch kapiert. 3 Treffer kassiert, die natürlich auch alle durchgegangen sind. Er hat 6 Feinde gespottet. Verspottet, wie auch immer man sagen will. 6 beschädigt, 4 zerstört, 72 Assist Damage. Wow, da ist ja mal richtig ein rausgehauen. 1,13 Kilometer gefahren. Und aha, hier steht das. Hier wird es nicht zusammengefasst. Okay. 51,6 an Netto, was da übrig geblieben ist. Also hier auch eine relativ gute Ausbeute. Okay. Vielen, vielen Dank für dieses geile Replay. Hat richtig Spaß gemacht zu kommentieren, zuzuschauen vor allem. Ach hier, unser Oho. Ich hatte den Namen vorhin gelesen. Ja, es ist ein M10. Okay, ich hab's ja verstanden. So, wie gesagt, probiert den T25 aus. Wenn der Type 64 irgendwo zu haben ist, garantierte Kaufempfehlung. Könnt da nichts mit verkehrt machen. Ist ein super geiles Auto, macht richtig Spaß. Von daher. Viel Spaß beim selber ausprobieren, selber grinden und in den Wahnsinn getrieben werden bei Ist doch nur Watt. Tschüss, tschüss, euer Kenny.